Was geht, Leute? Tactics ist wieder am Start mit meinem zweiten GTA-Glitch. Und zwar, was ihr dafür tun müsst, ihr geht einfach in Einstellungen online, GTA online spielen und dann in eine private Sitzung. Ihr müsst nicht unbedingt in eine private Sitzung gehen, aber das ist angenehmer und dann werdet ihr auch nicht von anderen Spielern genervt. So, dann warten wir, bis er es geladen hat. Und dann seid ihr auch schon in einer Online-Sitzung. Was ihr dann tut, ist ganz einfach, ihr geht auf Start, dann auf Online, dann auf Jobs, Job hosten, von Rockstar erstellt, auf Rennen und dann sucht ihr kriminell und schnell. Dann drückt ihr rauf und dann, Leute, das ist ganz wichtig, dann ladet ihr euch ein Programm runter, was ich in die Beschreibung tue. Das nennt sich X-Lag und dann müsst ihr auswählen, wie schnell eure Leitung ist. Jetzt Medium, High, Insane. Meine ist Medium, deswegen drückt ihr auf Medium, dann drückt ihr Start und danach bestätigt ihr erst, dass ihr diesen Job anfangen möchtet. Das ist ganz wichtig, Leute. Wenn ihr es nicht verstanden habt, guckt euch das nochmal an. Also spult zurück und schaut euch das erneut an. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr wichtig, Leute. Also nicht vergessen. Dann warten wir einen kleinen Moment. Das kann bis zu 2 Minuten dauern. Ich habe es jetzt ein bisschen vorgespult. Also nicht ungeduldig werden. Dann geht ihr auf Einstellung bestätigen, spielen und dann drückt ihr einfach weiter. Dann müsst ihr einen kleinen Moment warten. Dieses Programm stellt ein Lag, also erstellt ein Lag und deswegen wird eure Internetleitung ein bisschen langsamer und dann wird euch kein Weltrekord angezeigt. Das ist nämlich ganz wichtig. Dann fahrt ihr ganz normalen Runden und rechts sehen wir keinen Weltrekord. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ein Weltrekord steht, dann hat es nicht geklappt, dann müsst ihr es nochmal neu machen. Dann fahrt ihr eine Runde. Die erste Runde sollte die langsamste Runde sein. Also um die 50 Sekunden habe ich das gemacht. Werdet ihr auch sehen. So, und dann versuchen wir die nächste Runde noch ein bisschen schneller zu machen und dann die nächsten noch ein bisschen schneller, damit wir immer 4500 Punkte bekommen oder 4000, ich weiß gar nicht, wenn man einen Weltrekord bricht. Dann warten wir kurz. So, da haben wir auch schon 4000 Punkte bekommen und dann machen wir das Ganze nochmal. Es kann sein, dass die Leitung zwischendurch abbricht, aber Leute, habt Geduld und nicht ungeduldig werden. So, jetzt warten wir nochmal kurz. Und dann fahren wir wieder durch. Also ich habe eine ganze Nacht gebraucht, bis ich das hier hinbekommen habe. Also Leute, macht das mit Geduld und bloß nicht durchdrehen oder aggressiv werden. Weil ich werde auch ganz leicht aggressiv, ich kenne das von mir. Deswegen immer mit Geduld, Leute. So, und hier haben wir schon ein komplettes Level übersprungen. Ich weiß gar nicht, ob das die letzte Runde ist. Ja, und dann fahren wir einfach durch. Und dann habt ihr es auch schon geschafft. Das ist nämlich das Ganze und mehr ist es nicht. Danach müsst ihr das Ganze nochmal neu machen. Ihr könnt nicht einfach auf Wiederholen klicken, weil dann meistens der Rockstar-Server abbricht oder abstürzt oder was auch immer und dann seid ihr aus der Online-Sitzung raus. Wenn euch dieser Glitch gefallen hat, dann gebt doch mal einen Daumen hoch und wenn ihr mehr solcher Glitches sehen wollt, dann gebt trotzdem noch einen Daumen hoch oder schreibt es mir in die Kommentare, wenn es bei euch nicht geklappt hat. Ansonsten ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.